Moin und herzlich willkommen im Infokanal des ZFR der Fakultät 1 der Hochschule Bremen. In dieser Folge zeigen wir Ihnen, wie Sie das Passwort für Ihr Benutzerkonto ändern können. Ihr neues Passwort muss 8 bis 14 Zeichen haben. Es sollte mindestens einen Großbuchstaben enthalten, mindestens einen Kleinbuchstaben, eine Ziffer, eines der folgenden Sonderzeichen. Es darf keine Leerzeichen enthalten. Sie dürfen nicht Ihren Benutzernamen nutzen, keine Namensbestandteile und keine Buchstabenfolge der Tastatur. Das Passwort sollte nicht aus einem Wörterbuch stammen und sollte keine persönlichen Angaben enthalten. Um Ihr Passwort zu ändern, öffnen Sie bitte den Browser Ihrer Wahl und geben Sie den folgenden Link ein. Den Link finden Sie auch unter dem Beitrag. In der Anmeldemaske geben Sie bitte Ihren Benutzernamen gefolgt von dem Passwort ein und drücken Sie auf Login. Nach einem erfolgreichen Login werden Sie noch einmal dazu aufgefordert, Ihr altes Passwort einzutragen. Danach das neu ausgedachte Passwort, gefolgt von einer Wiederholung. Speichern Sie das Ganze bitte ab. Fertig. Vielen Dank fürs Zusehen. Kritik und Anregungen können gerne in den Kommentaren hinterlassen werden.